Herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Sie sind eine andere Welt als die Welt, in der ich mich sonst bewege. Umso spannender ist es für mich, mit Ihnen heute ins Gespräch zu kommen. Und deswegen bitte nützen Sie das Slido-Tool. Ich bin wirklich sehr gespannt auf Ihre kritischen Fragen und möchte auch gerne in der Pause mit Ihnen weiter über die Themen diskutieren, die ich heute hier aufwerfen kann. Covid hat den Tag der sozialen Arbeit ausgebremst für 2 Jahre, aber nicht den Klimawandel. Der ist genauso weitergegangen. Wir sehen in den globalen Emissionskurven eine kleine Delle 2020, aber jetzt geht das schon wieder zurück auf den alten Zustand, wie ein Gummiband, das zurückschnalzt. Also der Klimawandel findet statt, darüber rede ich heute nicht. Er braucht auch sofortiges und entschiedenes Handeln, darüber rede ich heute auch nicht. Aber wenn wir entschieden handeln wollen und den Klimawandel bewältigen wollen, geht es darum, wer wie stark betroffen wird vom Klimawandel. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Über diese Frage der sozialen Vulnerabilität, wie können wir das besser abstecken, besser festmachen, welche Personengruppen, warum durch Klimafolgen selbst oder die Klimapolitik, die wir treffen, um auf den Klimawandel zu reagieren, jeweils halt betroffen sind und wie das vielleicht in Ihrem Arbeitskontext einen stärkeren Platz finden kann. Ich spreche heute über eine Studie, die wir für das Sozialministerium erstellt haben, über die sozialen Folgen des Klimawandels in Österreich, und ich gebe Ihnen quasi so einen Crashkurs durch diese Studie mit dem Aufruf, darf ich da mal nachzulesen, wenn Sie mehr wissen wollen. Ich muss gleich vorausschicken, die Studie bezieht sich auf den Stand von ungefähr einem Jahr. Damals haben wir die Studie abgeschlossen. Es hat dann einfach ein bisschen gedauert, bis sie auch im Ministerium veröffentlicht werden konnte. Seit März diesen Jahres ist sie öffentlich und darüber sprechen wir heute. Wir sehen auf der Ebene der internationalen Klimapolitik ein sehr hohes Bewusstsein dafür, dass mit dem Klimawandel eine ganze Bandbreite an sozialen Folgen verbunden ist. Sie kennen alle die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Und da habe ich jetzt mal 3 herausgehoben, die ganz klar schon meinen Fokus darauf hinweisen, dass das, was wir machen, um Nachhaltigkeit zu erreichen, am Ende auch immer in ein soziales Umfeld eingebettet ist. Und das SDG keine Armut, bezahlbare und saubere Energie oder Klimaschutzmaßnahmen sind ganz klare Punkte, an denen sich soziale Fragen fokussieren können. Aber auch im aktuellen Bericht des IPCC, des Internationalen Klimarates, des wissenschaftlichen Gremiums, das regelmäßig Berichte zum Stand der Klimaforschung herausgibt, wird auch ganz klar an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass der Klimawandel bestehende Vulnerabilitäten, sozial-ökonomische Ungleichheiten verschärfen kann, aber auch positiv gedreht, wenn wir Klimawandelanpassung betreiben und die in unsere sozialen Programme integrieren, dann erhöht es gesamt unsere Resilienz gegen den Klimawandel. Und ich bringe auch hier deswegen den IPCC-Bericht, weil der eigentlich im März, April rausgekommen ist, aber durch die Ukraine-Krise massiv überschattet worden ist und ein bisschen untergegangen ist in der aktuellen Wahrnehmung. Deswegen hier auch ein bisschen noch mehr extra eingeschaltet. Und wir sehen auch auf der Ebene der EU, die EU hat zum Beispiel kürzlich die Renovation Wave ausgerufen, also ein großes europaweites Programm, massiv in Gebäudesanierung zu investieren und die Energieeffizienzstandards von Gebäuden zu verbessern. Und auch dort ist die Rede davon, ja, wenn wir die Gebäude schon verbessern, dann gilt es auch das mit der Bekämpfung von Energiearmut zu verknüpfen. Also es gibt ein hohes politisches Bewusstsein auf der internationalen Ebene, dass, so wie wir Klimapolitik gestalten, immer auch mit Sozialpolitik zusammengedacht werden sollte. Und das spiegelt sich auch, wenig überraschend, auf der nationalen Ebene wieder. Im Regierungsprogramm unserer aktuellen Regierung finden Sie solche Pläne, die dort ganz explizit hineingeschrieben worden sind. Die Einführung eines sozialverträglichen Sanierungsgebots oder die sozial gestaffelte Förderung beim Phase-out, also beim Ausstieg von Öl und Kohle im Gebäudesektor. Und das geht jetzt nicht nur jetzt im Klimaminderungsbereich, wo es darum geht, die Emissionen runterzubringen, sondern zum Beispiel auch im Klimawandel-Anpassungsbereich, wo wir daran arbeiten, wie wir mit den Klimarisiken, die unweigerlich auf uns zukommen werden, weil so weit ist der Klimawandel schon fortgeschritten, besser umgehen können. Und auch dort gilt es, soziale Aspekte stärker zu berücksichtigen. Das ist die nationale Ebene und auch wieder in den Klimastrategien der Länder. Auch dort findet sich der Wunsch nach sozialer Beachtung sozialer Fragen ganz stark wieder. Also die steirische Klimawandel-Anpassungsstrategie sagt, es sollen unterschiedliche soziale Gruppen berücksichtigt werden. Oder als ein anderes Beispiel, die Klima-Energie-Strategie des Burgenlandes spricht auch von der sozialen Verträglichkeit. Und worüber ich heute mit Ihnen sprechen möchte, ist die Frage, das ist ein Ziel, soziale Verträglichkeit, aber wie können wir das weiter runterbrechen und greifbar machen, dass es dann wirklich auch zu politischen Handlungen kommen kann, das wirklich zu besserer Sozialverträglichkeit führt. Wie können wir Sozialverträglichkeit enger fassen, um sie operationalisierbar zu machen? Darum geht es mir heute. Wenn wir jetzt von sozialen Folgen sprechen, ist so die erste Frage immer, ja, soziale Folgen für wen eigentlich? Wer wird denn von diesen sozialen Folgen eigentlich betroffen sein? Wir wissen,
dass der Klimawandel uns alle treffen wird, er wird alle Menschen treffen, aber es werden eben nicht alle Menschen gleich betroffen sein durch den Klimawandel. Und diese Variabilität in der Betroffenheit durch den Klimawandel, die gilt es besser verstehen zu können. Das ist zum Beispiel eine Grafik aus dem IPCC-Bericht, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Sie sehen hier in den Spalten einzelne Regionen, die wir weltweit vorfinden, und in den Zeilen und in den Spalten sehen Sie verschiedene Klima-Impacts, die eintreten werden, die wir jetzt schon absehen können, dass sie auftreten werden. Also Water Scarcity, also Wassermangel, Effekte auf Gesundheit und Wohlbefinden, Effekte auf Städte und auf Infrastrukturen. Und Sie sehen in diesem Bild, dass diese Auswirkungen sehr variabel verteilt sind. Zwischen verschiedenen globalen Regionen kommt es zu positiven oder auch negativen Einflüssen, je nachdem, wo man lebt. Und das ist schon der erste Punkt für mich, den Blick zu schärfen. Klimawandel betrifft nicht alle gleich, er hat ganz starke regionale Unterschiede. Und noch weiter runtergebrochen, das ist zum Beispiel eine Hitzekarte von Wien. Da sehen Sie diesen links oben, das blaue ist der Wienerwald, das ist natürlich kühler. Der eine hellblaue Strich, der so schräg durchgeht, das ist, ist die Donau, natürlich auch als Frischluft und als kühler Strom durch die Stadt. Und im restlichen Stadtgebiet sehen Sie diese verteilten roten Punkte. Das sind einfach Wohngebiete, die verstärkt von urbanen Hitzewellen betroffen sind. Ein ganz klarer Klimaeffekt, den wir jetzt auch schon sehr gut abschätzen können. Und Sie wissen alle, dass Wohnraum in der Stadt nicht sozial gleich verteilt ist. Nicht alle sozialen Gruppen können sich leisten, in kühlen Stadtvierteln zu leben. Das heißt, das ist immer ganz offensichtlich, es wird Hitzewellen in Städten geben und solange Wohnraum sozial ungleich verteilt ist, wird durch die Betroffenheit durch Hitze ungleich verteilt sein. Und darauf sollten wir unseren Blick entsprechend schärfen und ein größeres Bewusstsein dafür bekommen. Wenn ich jetzt heute von Vulnerabilität spreche, meine ich damit eine überproportionale Schlechterstellung bestimmter sozialer Gruppen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Weil es könnte durchaus sein, dass es uns allen ein Stück weit schlechter geht durch den Klimawandel. Wenn wir alle von Hitzewellen betroffen sind, werden wir alle keine so gute Lebensqualität mehr haben wie vorhin. Aber manche werden eine noch schlechtere Lebensqualität haben und auf die möchte ich heute hinblicken mit meinem Verständnis von Vulnerabilität. Und zweite Einschränkung, die ich gleich vorausschicken muss, wenn es mir jetzt geht, um Betroffenheit zu sprechen, geht es mir da jetzt wirklich um Betroffenheit im Sinne von materiellen und gesundheitlichen Verwirklichungschancen in diesem Capabilities Approach, also wirklich um materielle und gesundheitliche Auswirkungen. Wir können uns auch eine ganze Reihe anderer Auswirkungen durchdenken, wie psychische Auswirkungen, Auswirkungen auf die Möglichkeit, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Das klamme ich einstweilen aus. Hier geht es mir wirklich um diese manifesten, greifbaren, materiellen und gesundheitlichen Auswirkungen. Und wenn wir jetzt in eine Debatte einsteigen, wie wir die sozialen Folgen des Klimawandels für uns abstecken und abgrenzen können, ist eine erste Unterscheidung, die wir treffen können, zwischen Klimaeinwirkungen einerseits und Maßnahmenauswirkungen andererseits. Klimaeinwirkungen, das sind die direkten Folgen des Klimawandels, die wir spüren. Also zum Beispiel der Effekt von Hitze. Und wir können jetzt schon ganz gut abschätzen, wie stark diese Hitzeeffekte sein werden und welche sozialen Gruppen davon mehr oder weniger stark betroffen sind. Maßnahmenauswirkungen sind dann die Aktivitäten, die wir entweder setzen, um mit diesen Einwirkungen umgehen zu können, wie zum Beispiel die Dachbegrünung, oder auch eine generelle Maßnahme, die wir einführen, um Emissionen zu reduzieren und gesamten Klimawandel abzubremsen, wie zum Beispiel eine CO2-Steuer. Und diese Maßnahmen selbst haben auch wieder ganz eigene Auswirkungen, die sie weiter folgen können. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn wir in Wien gezielt Dachbegrünung umsetzen, könnte das zur Aufwertung bestimmter Wohnviertel führen und dazu führen, dass dann ärmere Leute in schlechte Wohnverhältnisse verdrängt werden, weil grünere Wohnviertel höhere Mietpreise verlangen und sich bestimmte Gruppen das gar nicht mehr leisten können, diesen kühleren Vierteln zu leben. Also wir setzen eine Maßnahme, um eine Klimaeinwirkung zu bewältigen, aber handeln uns quasi im nächsten Schritt eine soziale Auswirkung mit ein. Oder es gibt direkte Effekte von den Maßnahmen, die wir setzen. Bei der CO2-Steuer wissen wir zum Beispiel, dass Haushalte mit schwächeren Einkommen überproportional stark davon getroffen sein werden. Und damit wird es ganz klar eine eindeutige soziale Auswirkung, eine Preiserhöhung geben, die sich auf bestimmte Gruppen auswirkt. Also erste Trennung, erste Hilfe, wenn wir das Thema fassen wollen, zwischen Klimaeinwirkungen und Maßnahmenauswirkungen zu differenzieren, wenn wir darüber sprechen. Die zweite Trennung, die ich hier vorstellen möchte, die uns auch geholfen hat, das besser zu fassen, war diese Einteilung in Vulnerabilitätsmerkmale, Wirkungsprozesse und Maßnahmen. Man kann sich ein bisschen entlang handeln nach der Frage, wer ist warum, wodurch und dann auch wie betroffen. Das heißt, welches Merkmal können wir bestimmen, dass jemand durch eine bestimmte Maßnahme, die wir treffen, betroffen sein könnte, aufgrund eines bestimmten Wirkungsprozesses und das führt dann zu einer Auswirkung, die wir beobachten können. An einem Beispiel wäre das, wir haben zum Beispiel armutsgefährdete Haushalte, die werden von der Maßnahme betroffen, wir führen eine CO2-Steuer ein auf Heiz- und Treibstoffe, wir haben ja schon eine eingeführt, sie wird bloß jetzt in den Herbst verschoben. Warum sind die von dieser CO2-Steuer betroffen? Weil sie eine erhöhte Kostenbelastung erfahren und das führt dazu, dass sie am Ende materiell schlechter gestellt sind.
Das Beispiel klingt jetzt ein bisschen banal, aber es hilft wirklich in dieser Debatte über die sozialen Folgen, sich diese Trennung vor Augen zu führen, dass wir einerseits von Wirkungsprozessen sprechen und andererseits auch von Vulnerabilitätsmerkmalen. Und ich glaube, es hilft in der Debatte, da auch Klarheit zu schaffen, worüber wir sprechen. Und was man dabei immer dazu sagen muss, dass diese Auswirkung, die wir am Ende beobachten können, immer ganz massiv von der Stringenz der Maßnahmen abhängt. Stringenz meine ich der Steuersatz, die Förderhöhe für Gebäudesanierung, wie flächendeckend werden Maßnahmen umgesetzt. Wir können uns eine CO2-Steuer von 30 Euro pro Tonne CO2 vorstellen oder eine CO2-Steuer von 250 Euro pro Tonne CO2. Und natürlich, je nachdem, wie hoch die CO2-Steuer angelegt wird, werden ganz andere Auswirkungen rauskommen. Aber in dieser Logik, die ich hier heute diskutiere, können wir das ein Stück weit zur Seite lassen. Weil die grundlegenden Vulnerabilitätsmerkmale und die grundlegenden Wirkungsprozesse bleiben die gleichen, egal wie stringent diese Maßnahmen sind. Und das müssen wir einfach uns klar werden, wenn wir dann wirklich konkrete Klimapolitik gestalten und wirklich vorab abschätzen wollen, wer wird davon wie stark betroffen sein, müssen wir auch immer konkret definieren, wie stark werden diese Maßnahmen ausgeprägt sein. Wenn Sie einen Ökonomen fragen, der für Sie die sozialen Effekte auf verschiedene Einkommenssegmente der CO2-Steuer modellieren soll, wird er die erste Frage zurückstellen, ja, wie hoch ist denn diese CO2-Steuer? Er muss das in sein Modell hineinstecken können. Also wir müssen in der Debatte das immer ganz klar trennen. Wir können verstehen, warum ein Effekt zustande kommt, aber die Höhe des Effekts, und das ist das, was wirklich bei den Leuten ankommt, hängt dann immer davon ab, wie stringent diese Maßnahmen umgesetzt wird. Und natürlich ist es oft nicht so eine schöne kausale Kette, wie ich das aufgezeichnet habe, sondern alles viel interaktiver. Nur für heute hilft es uns, uns das mal so einen linearen Kausalprozess vorzustellen. Und in dieser Logik haben wir auch unsere Studie quasi in drei Säulen aufgebaut. Und über die möchte ich Sie quasi heute kurz durchführen. Wir haben einerseits ein Kapitel, wo wir über Klimaeinwirkungen sprechen, also über die klimatischen Auswirkungen, die Auswirkungen, klimatischen Effekte, die Auswirkungen bestimmte soziale Gruppen haben. Wir konnten diese Maßnahmen Auswirkungen festmachen und wir haben dann schließlich noch dazu eine Reihe an Steckbriefen ausgearbeitet, wo wir bestimmte klimapolitische Maßnahmen genau durchdekliniert haben. Eine davon, Gebäudesanierung, werde ich heute auch kurz ansprechen und dann schließlich noch dazu übergreifende Themen auch versucht anzusprechen. Methode dieser Studie, und damit höre ich mit dem dann schon noch gleich wieder auf, war einerseits, dass wir ein Review gemacht haben von Strategiedokumenten und Forschungsarbeiten, die uns zu diesen Themen was sagen können, vor allem Dokumente und Arbeiten mit Österreich-Bezug. Wir haben eine Reihe an Stakeholdern und Stakeholderinnen im Klima- und Sozialbereich interviewt und wir haben schließlich dann auch einzelne Daten der Statistik Austria, diese Statistics of Income and Living Conditions und die Gesundheitsbefragung speziell analysiert, um auch besser die Größe der einzelnen vulnerablen Gruppen festmachen zu können. Zum ersten Punkt, Klimaeinwirkungen. Da haben Sie also ungefähr einen Überblick, welche Einwirkungen wir durchs Klima erwarten können und wie diese jeweiligen einzelnen Einwirkungen bestimmte Gruppen verschieden treffen können. Schauen wir uns mal der Reihe nach durch. Das sind einfach manifeste Effekte, mit denen wir uns jetzt schon ganz, ganz klar einstellen können darauf, dass die auch so kommen werden. Hitzewellen, man modelliert, dass durch Hitzestress und Hitzeerschöpfung bis 2050 es ungefähr gute 1000 Hitzetote jährlich in Österreich geben wird. Das sind jetzt epidemiologische Studien, aber man sagt eben quasi im gesamten Krankheits- und Sterbeverlauf der Österreicher und Österreicherinnen rechnen wir mit ungefähr 1000 Hitzetoten jährlich in Österreich bis 2050. Und typische vulnerable Gruppen, die von Hitzewellen stärker betroffen sind, und das sind wahrscheinlich Gruppen, die sich auch aus ihrem eigenen Kontext auch alle sehr gut kennen, sind ältere Personen oder Kleinkinder, weil die einfach mit Hitze körperlich nicht so gut zurechtkommen, Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genauso weil die mit Hitze einfach dort Kreislauf-Schwierigkeiten bekommen, und Menschen mit eingeschränkter Mobilität, weil die nicht so leicht an andere Orte kommen können, wo es kühler wäre. Die haben gar nicht so gute Chancen, aus ihrer heißen Wohnung rauszukommen. Oder wenn sie sich im öffentlichen Raum aufhalten und der ist massiv aufgeheizt, da brauchen sie einfach länger, um durch diesen heißen Raum durchzukommen. Niederschläge und Massebewegungen, also alles, was wir jetzt immer im Frühsommer als die österreichweiten Hochwasser erleben. Man weiß, dass jetzt schon ca. 13% der Österreicher direkt betroffen sind. Es gab in den letzten Jahren massive Schäden jährlich und man erwartet, dass diese Schäden in den kommenden Jahren auch deutlich ansteigen werden. Und das sind natürlich alles volkswirtschaftliche Schäden, die wir als Bürger gemeinsam, entweder als Einzelpersonen, die betroffen sind, oder wir als Solidargemeinschaft aller Österreicher und Österreicherinnen gemeinsam tragen. Wer ist davon stärker betroffen? Ältere Menschen, weil sie im Risikofall nicht so leicht aus dem Haus rauskommen und nicht so leicht ihre Eigentümer und ihren Besitz in Sicherheit bringen können. Einkommensschwache Haushalte, weil sie weniger Möglichkeiten haben, den Schaden dann später auch wieder zu ersetzen und die Situation zu bewältigen. Frauen, weil Frauen sehr oft sehr viel Pflege- und Care-Arbeit im Haushalt machen und damit eine erweiterte Verantwortung für den gesamten Haushalt haben und es oft an den Frauen liegt, alle Betroffenen im Haushalt rechtzeitig aus der Notfallsituation rauszubekommen.
Allergien. Man erwartet europaweit, dass bis rund 2027 ca. 50% aller Europäer und Europäerinnen von Allergien betroffen sein werden. Wer ist davon stärker betroffen? Kleinkinder andererseits und naheliegenderweise Menschen, die irgendwie chronische Lungenerkrankungen haben. Infektionskrankheiten, man sieht bereits jetzt ein Ausbreiten von Insekten, die bei uns noch gar nicht heimisch waren, die sich stärker in unsere Bereiche ausbreiten und auch andere Viren, andere Krankheitserreger mit sich bringen. Wer ist davon stärker betroffen? Entweder Personen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind, die aufgrund ihrer sozialen Lage sich nicht so leicht in eine andere, sichere Situation bewegen können, oder auch Personen, die wir durch klassische Infektionsmaßnahmen, durch klassische Präventionsmaßnahmen nicht so gut erreichen können, weil sie mit unseren klassischen Methoden der Prävention nicht so gut für uns ansprechbar sind. Wetterfühligkeit, hier erwarten wir einen erhöhten negativen Einfluss auf das Wohlbefinden, der sich eine weitere Folge auf Krankenhausaufenthalt und Sterblichkeit auswirken kann. Wer ist betroffen? Ganz klassisch die, die auch sonst in gesundlicher Sicht stärker vulnerabel sind. Und schließlich Ozon, auch ein weiterer Effekt. Und auch Ozon wirkt sich mittelbar dann auf die Personen auf, die ohnehin durch ihre Lunge, durch ihren Kreislauf bereits belastet sind und damit stärkere Effekte in Kauf nehmen müssten. Jetzt mal der erste Überblick über die Klimaänderungen, die wir jetzt schon absehen können, dass sie kommen werden. Zum Teil können wir sie auch beziffern, wie groß sie ungefähr sein werden. Und ein Eindruck, welche Gruppen dann davon betroffen sein, welche sozialen Gruppen, die vulnerabler sind und auf die wir eigentlich einen speziellen Blick richten sollten, wenn wir gute Klimawandel-Anpassungspolitik betreiben wollen. Wer sind jetzt die vulnerablen Gruppen, wenn wir stärker darüber sprechen, wenn wir jetzt Klimapolitik umsetzen, also Klimaschutzmaßnahmen, Maßnahmen, die darauf ausgelegt sind, den Klimawandel zu verlangsamen, unsere CO2-Emissionen runterzubekommen. Und auch da sehen Sie wieder eine ganze Reihe an Gruppen, die Ihnen allen vertraut sind. Die sind, glaube ich, quasi das Bread and Butter in ihrem alltäglichen Arbeitsleben. Mit denen haben Sie immer wieder zu tun. Und auch die, die bereits ohnehin in anderen Kontexten sozial benachteiligt sind, werden auch dann von Klimapolitik tendenziell auch stärker getroffen. Also wir wissen, dass einkommensschwache Haushalte sind stärker betroffen, weil sie einfach materiell ohnehin schon benachteiligt sind, weil sie oft in schlechten Wohnverhältnissen leben und weil sie aufgrund des Mieter-Vermieter-Dilemmas geringere Chancen haben, ihren Gebäudezustand auch zu verbessern und zum Beispiel die Gebäude besser zu isolieren, auf ein anderes Heizsystem umzusteigen oder auch ein Gebäude kühl halten zu können. Eher alte oder sehr junge Personen sind, haben wir schon darüber gesprochen, durch gesundliche Einschränkungen betroffen und auch durch den Betreuungs- und Pflegebedarf, den sie mit sich bringen. Personen mit starken gesundlichen Einschränkungen sind über Lungenerkrankungen, Kreislauferkrankungen und Behinderungen betroffen. Personen mit Migrationshintergrund haben oft die Schwierigkeit, dass sie schlechter sozial eingebettet sind, dass wir eventuell Sprachbarrieren vorfinden, dass sie auch einen schlechteren Zugang zum Wohnungsmarkt haben und dann dort auch wieder schlechteren Wohnverhältnissen ausgesetzt sind, die Klimawandelauswirkungen und Klimapolitik für sie letztendlich verschärfen können. Niedriger Bildungsstand, auch nichts Neues für Sie. Wir sehen hier einfach schlechteren Zugang zu Informationen, zu Förderprogrammen, schlechteren Zugang zum Gesundheitssystem, um mit diesen Bedrohungen umgehen zu können. Und Frauen, wie schon angesprochen, sind tendenziell auch aufgrund ihrer Physiologie sensitiver für Hitzestress und haben oft diese stärkere Pflege- und Care-Verantwortung, die sie noch beeinträchtigen kann. Das sind jetzt auch die Einzelmerkmale, aber die sind natürlich alle miteinander verschraubt. Sie sind intersektional zueinander und auch das haben Sie bereits als Stichwort in ihrer Ausbildung gehört. Wir sehen einfach zum Beispiel, dass einkommensschwache Haushalte einfach auch tendenziell eher energiearm sind, tendenziell eher alleinerziehend sind und tendenziell auch gesundheitliche Einschränkungen haben können. Oder wir sehen, dass Personen mit Migrationshintergrund tendenziell ein niedrigeres Einkommen haben und auch einen niedrigeren Bildungsstand haben. Das heißt, es macht keinen Sinn, sich immer nur an Einzelmerkmalen festzumachen. Die helfen uns vielleicht so als grobe Orientierungspflöcke, mit denen wir das Feld abstecken können. Aber es muss immer klar sein, dass wir, wenn wir ein Merkmal alleine betrachten, wir eigentlich nicht der Komplexität der Lebenssituation Rechnung tragen, in der sich diese Personengruppen befinden. Wenn wir jetzt diese Merkmale zusammennehmen, können wir sagen, mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung über 15 Jahre weist zumindest eines dieser Merkmale auf. Das heißt, man könnte eigentlich argumentieren, mehr als die Hälfte aller Österreicher ist in irgendeiner Art und Weise vulnerabel gegenüber dem Klimawandel. Und damit können wir das auch nicht kleinreden. Das ist kein Randgruppenthema, wenn wir über soziale Folgen des Klimawandels sprechen. Es ist ganz klar, das ist ein Thema, das in allen seinen verschiedenen Facetten über alle verschiedenen Klimaeinwirkungen und Maßnahmenauswirkungen hinweg sehr viele Österreicher und Österreicherinnen gemeinsam betrifft. Und deswegen brauchen wir ganz dringend eine Klimapolitik, die einen schärferen Fokus auf diese sozialen Effekte richtet. Der zweite Punkt, auch so aus einer eher höheren Flugebene, ist dann die Frage, ja warum sind denn diese Personen stärker oder schwächer von bestimmten Maßnahmen betroffen, die wir in der Klimapolitik treffen, um Emissionen runterzubringen. Und das waren diese sieben Maßnahmen, die sich für uns sieben Wirkungsprozesse, die sich für uns in den Überblick über die gesamte österreichische Landschaft herauskristallisiert haben.
Und auch das sind alles Sachen, wo ich vermuten würde, dass Ihnen die alle ein bisschen bekannt vorkommen, dass Sie auch denen, dass Sie auch mit diesen Wirkungsprozessen in Ihrer täglichen Arbeit, in Ihrer Ausbildung immer wieder konfrontiert werden. Entweder liegt es daran, dass Personen nicht genug Investitionsvermögen aufbringen können und nicht genug Zugang zu Kapital haben, vielleicht Mieter sind und deswegen nicht ihr eigenes Gebäude sanieren können, dass sie schlechtere Möglichkeiten haben, auf Klimaentwicklungen wie Hitze zu reagieren oder auf bestimmte gesetzliche Vorgaben zu reagieren, die vielleicht von ihnen verlangen würden, ihre Gebäude effizienter zu gestalten. Soziale Inklusion, das verstehen wir darunter, dass bestimmte Personengruppen schlechteren Zugang zu Alternativen haben, das können Alternativen am Wohnmarkt sein oder woanders, und dass sie einfach Zugangshürden haben zu Fördersystemen, zu Beratungsangeboten aufgrund von Sprachkenntnissen oder aufgrund von Kompetenzen, die sie nicht haben. Sei es im Umgang mit Webseiten und digitalen Informationen, sei es auch im Verständnis, wie jetzt genau energetisch mein Gebäude eigentlich funktioniert und wie bestimmte Geräte dort zusammenhängen. Den Verdrängungseffekt habe ich Ihnen bereits kurz angesprochen bei dem Thema Dachbegrünung. Immer dann, wenn wir aufgrund von Sanierung Wohnraum aufwerten oder auch Wohnumgebungen aufwerten, indem wir zum Beispiel ganze Straßenzüge stärker begrünen, um sie kühler zu halten, führt das letztendlich dazu, dass die Personen, die sich diesen aufgewerteten, besseren Wohnraum nicht mehr leisten können, früher oder später in andere, schlechtere Wohnverhältnisse verdrängt werden. Kostenbelastung, glaube ich, ist klar. Stellen Sie sich vor, CO2-Steuer betrifft vor allem untere Einkommenssegmente, weil die einen sehr hohen Anteil ihres Einkommens für alltägliche Bedürfnisse ausgeben und gerade alltägliche Bedürfnisse würden sehr stark von einer CO2-Steuer getroffen werden. Emissionsbelastung durch bestimmte gesundliche Beeinträchtigungen am Wohnort, wie Wohntemperatur, Schimmel, Ruß, Feinstaub oder Abgase. Hitzebelastung ist, glaube ich, auch ziemlich selbsterklärend. Und Mobilitätszugang ist ein weiterer wichtiger Aspekt, dass natürlich alle Menschen in Österreich das Recht und den Anspruch haben, auch ihren Verrichtungen, ihren Services des täglichen Bedarfs ganz normal nachgehen zu können. Und in diesem Blick über diese 7 Wirkungsprozesse sehen wir eigentlich, dass bei diesen 11 Maßnahmen, die wir uns genau angeschaut haben, vor allem diese ersten 3 sind so die 3 Knackpunkte, auf die wir stärker schauen sollten, die wir stärker im Blick haben sollten, wenn wir von sozialen Folgen sprechen wollen. Als Investitionsvermögen haben wir die Möglichkeit, sich selbst in eine bessere Position zu bringen, mit den Auswirkungen besser umgehen zu können. Soziale Inklusion hat man Zugang zu den nötigen alternativen Informationen und dieser Verdrängungseffekt im Wohnraumbereich. Und beim Wohnraum möchte ich jetzt gleich als Beispiel kurz bleiben. Als ein Beispiel, wie wir dieses Schema von Vulnerabilitätsmerkmalen einerseits und Wirkungsprozessen andererseits auch als eine Art Entscheidungsraster auf ganz konkrete Maßnahmen herunterlegen können. Österreich hat schon seit 15 Jahren ein ganz massives Gebäudesanierungsprogramm, kennen vielleicht manche von Ihnen. Auch im jetzigen Sanierungsprogramm ist hier vorgesehen, die Sanierungsrate auf jährlich 3% anzuheben. Wir werden einen riesigen Altbestand an Gebäuden haben, der sehr energieineffizient ist. Und da müssen wir ganz dringend machen, um die Emissionen im Gebäudesektor so weit runterzubringen, wie wir sie runterbringen müssen, wenn wir in Österreich, wie es geplant ist, bis 2040 Klimaneutralität erreichen wollen. Es gibt eine ganze Bandbreite an diversen Förderungen für thermisch-energetische Sanierungen, Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Und wir haben einen großen Bedarf, weil ungefähr so 70% der Wohnflächen in Österreich sind in einem energetisch schlechten Zustand. Und wahrscheinlich auch manche von Ihnen werden in Wohnungen leben, die eben nicht gut isoliert sind. Wenn Sie einen Energieausweis anschauen, den Sie theoretisch haben sollten, wenn Sie in Mietverhältnis eingegangen sind, dann müsste Ihr Mieter Ihnen zu Ihrem Mietvertrag einen Energieausweis vorgelegt haben. Dann wäre eine Vermutung, dass auch einige von Ihnen diese Video sehen würden, dass eine Effizienzklasse eben bei C, D oder E genannt wird und sich nicht im Bereich von A befinden muss. Und wenn jetzt unsere Gebäude besser sanieren würden, hätten wir natürlich klimapolitische Effekte, wir würden unseren Energieverbrauch reduzieren. Wir könnten auch durch eine CO2-Steuer ein Stück weit abfedern, denn wenn wir Heizöl stärker besteuern, aber zugleich aufgrund einer Gebäudesanierung weniger Heizöl gebraucht wird, dann sind die betroffenen Haushalte weniger stark von der CO2-Steuer betroffen und können besser mit dieser zusätzlichen Kostenbelastung umgehen. Und natürlich, wenn wir Gebäude sanieren würden, würden wir auch gesamt andere positive Effekte mitnehmen. Wir würden die Wohnqualität und Gesundheit der Bewohner mitsteigern. Weil es in einem wenigen Zugriff Haus kann man die Räume besser warm halten, man kann Stimmel minimieren, es gibt vielleicht keine Emissionsbelastung in Räumen durch irgendwelche Schwedenöfen oder Kachelöfen. Also wir können durchaus gewinnen, indem wir Wohnverhältnisse mit Sanierung verbessern, können wir andere schlechte Wohnverhältnisse noch weiter verbessern. Aber, und das sehen wir ganz klar, in den Förderungen, die wir jetzt haben und den Förderregimen, das jetzt in Österreich herrscht, gibt es ganz klare Probleme mit Zugang gegen mehr Treffsicherheit dieser Förderungen. Es fehlt eigentlich an einer gezielten Informationsweitergabe an Personen mit geringer sozialer Inklusion. Das ist ganz schwer, die zu erreichen. Es gibt eigentlich nur eine einzige einkommensgestaffelte Förderung für Gebäudesanierungen in Vorarlberg, ansonsten gibt es uns leider nicht. Es gibt
Auf der Bundesebene gibt es eine 100%ige Sanierungsförderung für einkommensschwache Haushalte, aber auch die richtet sich nur an Eigentümer von Häusern. Und gerade sozial schwache Personen leben sehr oft in Mietverhältnissen und haben gar keine Möglichkeit, auf diese Gebäudesanierungsförderung zuzugreifen. Und es wäre total intelligent, unsere Förderraten, die wir vergeben, nicht pauschal anzulegen, sondern umso höhere Förderraten herzugeben, je ineffizienter die Gebäude sind. Weil dort ist unser größtes Problem. Es wäre eigentlich sehr intelligent, unsere Förderungen so besser zu gestalten, dass sie dann treffsicherer dorthin gehen, wo wir einerseits die größten innenpolitischen Hebel haben, aber auch die beste Verbesserung von Wohnverhältnissen von Personen, die jetzt in welchen Wohnverhältnissen leben. Und wenn wir versuchen, das zusammenzuschauen, kommen wir zu dieser Matrix. Sie sehen in den Zeilen, das sind die Vulnerabilitätsmerkmale, die ich vorhin kurz vorgestellt habe, und in den Spalten sehen Sie die einzelnen Wirkungsprozesse, die wir vorhin durchdiskutiert haben. Und wir haben dieses Schema entwickelt, um einfach eine Art Vergleichbarkeit, einen Überblick über unsere gesamten Elfmaßen herstellen zu können, die wir gegenüberstellen wollen. Und Sie sehen, dort wo es grau ist, da ist es eigentlich ziemlich egal, ob die Maßnahme umgesetzt wird oder nicht. Weil diese eine spezielle Gruppe ist einfach dieser eine spezielle Wirkungsprozess aufgrund dieser Maßnahme nicht betroffen. Dort, was rot ist, da sollte man genau hinschauen. Zum Beispiel sehen wir, dass einkommensschwache Haushalte aufgrund ihres geringeren Investitionsvermögens vermögensweise weniger Möglichkeiten haben, genug angespart zu haben oder Zugang zu Kapital und zu Krediten zu bekommen, weniger stark von diesen Maßnahmen profitieren können, als das reiche Haushalte. Oder wir sehen auch hier wieder, weiter rechts, diesen Verdrängungseffekt. Einkommensschwache Haushalte sind stärker von einer Verdrängung durch die Gebäudesanierung betroffen, weil sie eben sich nicht so gut leisten können, in den aufgewerteten Wohnverhältnissen zu bleiben und stattdessen in schlechtere, billige Wohnverhältnisse zu werden. Und es sind auch eben Aspekt soziale Inklusion, dass bestimmte Gruppen eben einen schlechteren Zugang zu diesen Förderungen haben können. Ältere Menschen, die mit den gesamten Förderregime, den ganzen energietechnischen Gutachten überhaupt nicht so gut zurechtkommen können, Personen mit Migrationshintergrund oder Personen mit niedriger Bildung haben tendenziell Schwierigkeiten, die Komplexität dieses ganzen Sanierungsprozesses zu verstehen und für sich auch nutzen zu können. Aber wir haben große Effekte, wir können die Blumenkreise eben indem wir Emissionsbelastung reduzieren können und Hitzebelastung reduzieren können. Weil okay. Besser isoliert das Haus nicht im Winter Wärme hält, sondern im Sommer kühl halten kann. Und diese leicht schattierten Bereiche, das sind sogenannte indirekte Auswirkungen, wo zum Beispiel Personen mit Migrationshintergrund auch schlechter aussteigen, weil sie auch gleichzeitig offenes Einkommen haben. Und die ganzen Effekte, die Banken gespielt haben. Wenn wir versuchen, das durchzudenken, sehen wir eben, einkommensschwache Haushalte brauchen Zugang zu Kredit und Kapital, um von den Maßnahmen profitieren zu können, da sind sie nicht stärker betroffen. Durch die Isolation steigen die Heizkosten, da haben die anderen Haushalte was davon, die haben viel weniger Geld, die sie jetzt ausgeben müssen, das ist eine andere Zwecke besser zu können. Wir sehen, dass wir so die Beeinträchtigung durch Schimmel abnehmen können, indem wir sanieren. Gut gedämmte Räume ersenken und gleichzeitig die Hitzebelastung. Es braucht Vorwissen und Zugang zu Informationen, Vertrauen in der Amtssprache, um diesen ganzen Antrags- und Umbauprozess bewältigen zu können. Und schließlich sehen wir diesen Verdrängungseffekt die Aufwertung des Wohnraums führt dazu, dass die Leute dann eigentlich in denen sehr schlechten Wohnverhältnissen umziehen müssen. Und ich möchte bei diesem Aspekt Gebäude noch ein bisschen bleiben, weil mein Eindruck ist, wenn wir über soziale Folgen des Klimawandels oder soziale Folgen der Klimapolitik sprechen, dass es sehr viele Aspekte direkt bei der Gebäudefrage kristallisieren. Dass die soziale Effekte ganz stark an diesen Gebäude, an diesen Zugang und an die Gebäudequalität der benachteiligten Gruppen hängen können. Das kennen Sie vielleicht, wenn wir von Energieanbau sprechen, da steckt dort auch ganz stark der Gebäudezustand drin. Man sagt, es gibt diese drei Elemente von Energieanbau, die alle drei vorliegen müssen, damit wir die gesamten Energien sprechen können. Und das ist immer die Kombination aus geringem Einkommen, das können wir jetzt messen, wie wir wollen, über das unterste Einkommensquartil, über Arbeitsgefährdung oder auf einen Logistikbetreiber, den ich in der Weltgebühr bezahlen muss. Immer kombiniert mit hohen Energiekosten, durch die sogenannte entweder einen großen Teil des Einkommens oder einen großen Teil der Haushaltsausgaben für Energie verwenden müssen und auch immer noch kombiniert mit der schlechten Wohnsituation. Dass Leute in einem Gebäude leben, mit einem schlechten Energieausweis, mit einem hohen Heizwärmebedarf, ein Gebäude, das vor 1980 gerichtet wurde, so eine klassische Nachkriegsbauten, die höchst und schlechtesten Energiesammlung haben, oder eine Person, die ein besonderes Heizsystem nutzt. Und das heißt, wenn wir jetzt von Energie sprechen, aus meiner Sicht müssen wir nicht automatisch auch gleichzeitig über die Gebäudestruktur sprechen, weil einfach die schlechte Wohnsituation ein konstitutives Merkmal von Energieumut ist. Und wenn wir glauben, Energieumut bekämpfen zu können, indem wir finanzielle Transfers machen, indem wir einfach den Leuten ein bisschen Geld geben, Heizkosten zum Schluss, werden wir dann die Energie nicht darauf bekämpfen können, weil wir diesen einen Aspekt der Gebäudesituation komplett ausklammern.
Und als zweiter Blick noch auf die große Frage, wie wir effizientere Gebäude schaffen können, ist auch der Zusammenhang zwischen Gebäudezustand und Unterkonsum. Also Unterkonsum haben wir uns ja kürzlich am Projekt genau angesehen. Da geht es um die Frage, dass Leute weniger Raum heizen, als es eigentlich gut wäre für sie, weil sie einfach sparen müssen. Außerdem haben sie wenig Einkommen, können sie es gar nicht mehr leisten, in ihren Wohnungen angemessen warm zu heizen und heizen deswegen unter diesem normalen 18, 21 Grad Raumtemperatur. Und das kann allmögliche Ausblenden annehmen. Es kann sein, dass Leute von Anfang an kälter heizen, um dann spätere Zahlen zu stellen, die Energieversorgung zu vermeiden. Es kann dazu führen, dass Leute durch dieses Navigieren an den Grenzen gerade in der Anschlussgrenze bei der Atmosphäre-Sonne drunter fallen, weil sie vielleicht ihre Energiekosten bewusst gering halten, aber damit aus einer Anschlussgrenze für ihren Energiezuschuss herausfallen könnten oder gegen den Energieversorger gar nicht als problematisch auffallen, weil dann nominell der Energieverbrauch total gering ist. Es kann zu sozialer Isolation führen, wenn dann die Betroffenen keine Besucher oder keine Besucherinnen mehr in ihre Karte einladen wollen, weil sie die Schule isolieren und vereinsamen. Sie können Hilfs- und Beratungsangebote ablehnen, weil sie meinen, man kommt da eh nicht zurecht oder sich dafür schämen. Kann am Ende zu diesen Gemeinderichtungen führen oder auch, das ist der letzte Punkt, dann zu diesem Heat- or Eat-Dilemma, dass Leute sich Fragen stellen, soll ich jetzt einheizen und mir lieber was zum Essen kaufen, weil sie mit den sehr beschränkten Ressourcen so nicht anders auskommen können. Aber mit all diesen Dingen, mit all diesen Verhaltensweisen, die wir jetzt wollen können aus einer sozialen Perspektive, steckt am Ende, wie wir die Bäume stoppen. Und daher denke ich mir, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über soziale Folgen der Jugendpolitik sprechen, ist für mich der erste große Anfang, eigentlich gleich über den Wohnungssektor zu sprechen. Wie Sie allgemein wieder, treten wir dann einen Schritt zurück von diesen ganz konkreten Maßnahmen. Ein wichtiger Punkt in unseren Schulen, in den Gesprächen, ist eh die Frage, wie können wir denn diese beiden separaten Politikfelder intelligent zusammenbringen, Klima- und Sozialpolitik. Es gibt eine ganz große Einigkeit in der österreichischen politischen Szene, dass diese soziale Verpflichtung, Gestaltung der Klimapolitik unbedingt notwendig ist, damit einfach die Maßnahmen, die wir treffen müssen, um den Klimawandel zu bremsen, auch von allen Ecosystemen getan werden können. Also ganz viele haben die Gelbwesten-Proteste in Frankreich noch vor Augen, die vor zwei oder drei Jahren waren, dass wir heute ganz prägend haben, welche Protestenergie das herrschen könnte. Und da haben wir alle, wir haben mit Angst, aber große Bedenken, dass wenn man nicht rechtzeitig daran denkt, diese Gruppe auch einzuziehen, dann muss sich in Österreich auch seine eigene Gelbwesten-Proteste sein. Es gibt aber recht getrennte Meinungen, das finde ich ein ganz spannender Diskussionspunkt, ob jetzt die Klimapolitik, so wie sie umsetzen, bloß keine bestehenden Sozialprobleme verschärfen soll oder ob sie darüber hinausgehen auch die bestehende verteilungspolitische Praxis korrigieren soll. Man kann argumentieren, in Österreich gibt es eine historisch gewachsene soziale Ungleichheit, die ist in Österreich in der Jahrzehnte entstanden, die sind auch Ausdruck unseres Wählerwindens, unseres allen Wählerwindens, weil wir in der Mehrheit gegen protestiert haben. Da wird in Österreich in Kauf genommen, das machen Leute deutlich ärmer sind als andere. Die Frage ist jetzt, ist es quasi der Startpunkt, von dem wir ausgehen, wir sagen, diese Verhältnisse sollen sich groß nicht verändern, oder wollen wir jetzt Klimapolitik, wenn sie gestalten, auch gleich nutzen, um einen Schritt weiter zu gehen und auch soziale Ungleichheit zu vermindern. Wenn wir jetzt die Einnahmen aus einer CO2-Steuer umverteilen und wieder auszahlen, wäre das eine Möglichkeit, soziale Ungleichheit in Österreich absolut gesehen zu verhindern. Da gibt es um sehr geteilte Meinungen, das könnte spannend sein, wir müssen dazu diskutieren. Will man, dass es bloß nicht noch ungleicher wird, oder soll es vielleicht sogar sozial gleicher werden, mit einem stärkeren Anspruch an Klimapolitik von mir? Und es gibt eine unglaublich hohe Bereitschaft, zwischen den beiden Politikfeldern stärker zu kooperieren, das sehen wir durch den Dank, sowohl vertikal zwischen den einzelnen Ebenen und den Regierungen, als auch vorne sogar zwischen den Fachabteilungen. Es würde helfen, wenn alle Stellen klare Vorstellungen formulieren würden, und es würde auch helfen, wenn diese einzelnen Fachabteilungen eng ins Gespräch kommen würden. Man könnte so also informelle Austausche einführen würde, koordinierte Stellen schaffen würde, auch diese Stellen institutionalisieren könnte. Zum Beispiel gibt es in der Steiermark und in fast allen Ländern gibt es die Klimaschutzkoordinatoren und Koordinatorinnen, die genau diese Aufgabe haben, Klimaagenten über alle Fachabteilungen durchzuziehen, an dem anderen wirklich diesen Schritt geschafft, auch direkt in die ganzen Sozialfachabteilungen hineinzugehen. Abschließend, so ein bisschen so unsere Takeaways, die wir in unserer Studie versuchen herauszuarbeiten und auch für unseren Einstieg in unsere Diskussion. Was können wir jetzt tun, damit Klimapolitik sozialverträglicher wird? Also weg von diesem Lippenbekenntnis zu einer konkreten Umsetzung Sozialverträglichkeit hinkommen können. Der erste wichtige Punkt für mich ist mal, Klimapolitik muss einfach auch sich konkretisieren, was sie wirklich will. Wir müssen einfach festlegen, wenn wir den CO2-Steuer einführen, wie hoch ist der Preis, wie werden die Einnahmen, an wen verteilt.
Erst dann kann man erst anfangen zu analysieren und versuchen abzuschätzen, wer wird davon stärker oder schwächer betroffen sein und wie können wir da entsprechende Gegenmaßnahmen treffen und die Maßnahmen anders gestalten. So eine Klimapolitik nur auf einer Absichtserklärungsebene bleibt, sogar wenn wir nur mit Maßnahmen begriffen uns werfen, kommen wir da nicht weiter. Wir müssen einfach konkrete Zahlen auf die schauen, damit wir dann modellieren und abschätzen können, wie stark welche Auswirkungen sein werden. Wir kennen ganz gut eigentlich diese zentralen Vulnerabilitätsmerkmale, die wurden da vorgestellt. Also die müssen wir jetzt groß noch berücksichtigen. Warum eigentlich hat Österreich in seinen ganzen Fördermaßnahmen für Sanierung oder Heizungstausch so wenige soziale Kriterien eingeführt? Das sind alles Förderungen, die sind alle genau gleich richten, nur ganz ohne Differenzierung und Merkmal stattfindet, die eigentlich stattfinden könnte, wenn wir uns bedenken. Wir kennen auch diese zentralen Prüfungsprozesse, die wir nicht kennen, können wir die nach den Zielen gegensteuern. Also wir wissen, Investitionsvermögen ist eine große Hürde, soziale Inklusion ist eine große Hürde, da gibt es nächste Schritt, uns dann mit der Maßnahmen zu reden, wo wir ansetzen können, um genau diesen einzelnen Prüfungsprozess entsprechend abfedern zu können. Es geht auf alle Fälle darum, die Treffsicherheit unserer klimapolitischen Maßnahmen weiter zu verbessern. Das kann jetzt sein, dass wir diese formalen Anspruchskriterien besser auf benachteiligte Gruppen ausrichten, also zum Beispiel einkommensgestaffelte Förderung für Sanierungen, oder auch, dass wir einfach bessere niederschwellige Zugänge schaffen. Dass die Hürde hin zu einer massiven Verbesserung der Lebenssituation und zu einer massiven Einsparung der Emissionen nicht so hoch ist und nicht so technisch geprägt, sondern einfach leichtere niederschwellige Zugänge zu finden können. Aber bei allen Wünschen nach Treffsicherheit und besser gezielten Maßnahmen ist eigentlich der bessere Zugang wäre, die physischen Strukturen zu verbessern, in denen wir unterwegs sind. Das kann jetzt ganz gezielt sein, oder noch besser die universellen Maßnahmen, von denen alle Menschen in Österreich profitieren können. Wir müssen uns dann immer so Gedanken darüber machen, wer genau in diesem Fall die Rolle so profitiert, wenn wir eine Sanierungsverpflichtung einführen. Wir müssen uns nicht so viel Gedanken darüber machen, ob bestimmte Leute, die im Land leben, stärker von Mobilitätsentscheidungen betroffen sind, als Leute in der Stadt leben, wenn es einfach für alle ein gutes öffentliches Leben gibt. Und das ist meiner Sicht der naheliegendste und einfachste Ausweg, aus diesem ganzen Dilemma soziale Leben herzustellen, für uns alle das Gute und das Gute zu verbessern. Da hätte man die soziale Nachteile genauso mitgenommen wie die soziale Nachteile. Es macht natürlich Sinn, in Österreich, gerade in Österreich, Maßnahmen stärker zu kombinieren. Österreich hat eine Klimapolitik, die sich sehr stark an Förderungen orientiert. Und sie wird dazu mitverfolgt. Es gibt die Förderung für Heizungstausch, Förderung für den Kauf von Elektroautos, Förderung für die Sanierung des Gebäudes und so weiter und so fort. Das reicht aber nicht. Wir haben einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen, die wir sinnvoll umsetzen könnten. Standards, Gleichanreize, Beratungsangebote und eine sozial differenzierte Klimapolitik würde den gesamten Blumenstrauß in die Hand nehmen und nicht eine einzelne Blumenstrauß ausklammern. Und natürlich, was man sich sehen, stärker zwischen Bund und Sozialpolitik ins Gespräch zu kommen. Und da sehen wir jetzt gerade diese horizontale Integration. Also auf der gleichen Regierungsebene, auf der Landesebene zum Beispiel, besseren Austausch zwischen den jeweiligen Fachabteilungen zu finden. Das war's von meiner Seite. Da sind wir noch einen Link zu der Studie, wo ich es wirklich einladen möchte, hineinzuklöckern. Ansonsten freue ich mich auf Ihre Fragen, entweder jetzt oder später in der Pause. Danke.